Ich freue mich, dass sich so viele Leute für das Thema eMemory interessieren. Es sind circa 60 Anmeldungen. Das heißt, das Thema dürfte doch für den einen oder anderen sehr interessant sein. Ja, möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Oracle Admin Spezialist seit 1993. Das heißt, ich mache schon seit 23, 24 Jahren nichts anderes als Oracle Datenbank im High-End-Bereich. Seit über 20 Jahren mache ich auch Schulungen zu dem Thema, auch hier eher im High-End-Bereich. Wer ist DB Masters? In Deutschland vielleicht noch nicht so bekannt wie in Österreich. DB Masters gibt es im Prinzip seit Dezember 2010. Letztes Jahr haben wir 1,6 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wir machen nur Dienstleistungen rund um das Thema Oracle Datenbank. Aktuell sind wir 8 Mitarbeiter, davon sind 6 Techniker, von denen 5 Oracle Certified Master sind. Auszug aus unserer Kundenliste. Ich habe Kunden genommen, die vielleicht auch in Deutschland bekannt sind. Wir haben weit über 100 Kunden, für die wir regelmäßig tätig sind. Zum Thema. Ich möchte zuerst eine kleine Einführung, eine kleine Wiederholung zum Thema Oracle in Memory geben. Für die, die Oracle in Memory schon kennen, einfach nur eine kleine Erinnerung. Für die, die es noch nicht kennen, einfach ein bisschen Grundlagen, worum es geht. Dann rede ich über das Thema Einführung und Implementierung von der eMemory-Option. Wir werden sehen, das ist sehr, sehr einfach möglich. Und der nächste Teil ist dann in Richtung Beispiele aus der realen Welt. Wir haben mehrere POCs mit Kunden gemacht, mit durchaus auch für uns positive Überraschungen, wo man eMemory optimal einsetzen kann, wo man es vielleicht gar nicht so vermutet hätte. Der Abschluss ist ganz kurzer Vergleich zwischen SAP HANA und eMemory. Einfach, ja, damit die Leute, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen, einen kurzen Einblick bekommen. Zur Architektur. Wir werden uns anschauen, was sind die Voraussetzungen für eMemory. Was muss man aufpassen, wenn man entsprechend in Richtung eMemory geht. Welche Arten von Verarbeitungen eignen sich besonders für eMemory? Welche eignen sich wenig oder gar nicht für eMemory? Nicht jede Applikation ist für eMemory wirklich sinnvoll nutzbar. Und dann einfach ein paar Beispiele und Möglichkeiten, die man hier machen kann. Ja, Voraussetzung für eMemory. Es ist eigentlich ganz einfach. Man braucht Speicher. Viel Speicher. Am besten noch mehr Speicher. Ganz so schlimm, wie sich das jetzt vielleicht anhört, ist es nicht. Aus mehreren Gründen. Die eMemory-Technologie bietet die Möglichkeit, die Daten in Memory auch zu komprimieren. Das heißt, ich brauche bei weitem nicht so viel Memory wie auf der Disk. Und es geht nur um die Daten. Das heißt, Datenbank, gerade Data Warehouse, hat oft mehr Platz für Indizes verbraucht als für die Daten selber. Ich brauche nur den Platz für die Tabellen im Memory vorsehen. Sollte auch das noch knapp werden, gibt es noch die Möglichkeit, dass man einzelne Spalten hier auch rauslässt. Das heißt, Spalten, die beispielsweise in den Abfragen gar nicht vorkommen, brauche ich dann auch nicht ins Memory zu laden. Bei einem der POCs haben wir am Anfang überhaupt geglaubt, das wird nichts, weil der Server nur 16 GB Memory hatte. Es hat sich aber gezeigt, dass die Tabelle, um die es wirklich gegangen ist, die große Faktentabelle mit Komprimierung ins Memory gepasst hat. Das heißt, wir konnten auch hier mit eMemory extrem gute Ergebnisse erzielen, obwohl 16 GB jetzt nicht unbedingt die wirkliche große Menge an Memory für die Datenbank ist. Ja, das habe ich schon erzählt, dass eben nur ein gewisser Teil im Memory sein muss. Wenn man virtualisieren möchte, ist überhaupt kein Problem, das funktioniert. Man muss nur die Virtualisierungsoptionen der CPU freigeschalten haben. Das ist bei aktuelleren CPUs, aktueller heißt letzten 6, 7, 8 Jahren, im Normalfall der Fall. Ich muss maximal schauen, ob im Virtualisierungslayer diese Funktionalität vielleicht deaktiviert ist. Dann würde die Memory nicht funktionieren oder nicht so performant funktionieren, wie es mit diesen Optionen der Fall ist. Ein bisschen zur Architektur. Wie funktioniert dieses in-Memory-Cache?
In der SGA wird ein zusätzlicher Bereich, also zusätzlich zu Buffer Cache und Library Cache und der anderen Sachen, die wir kennen, erzeugt. Das ist der In-Memory Column Store. Und wenn ich auf einer Tabelle sage, dass die für In-Memory genutzt werden soll, passiert Folgendes. In Tabellen sind die Daten ja rohweise gespeichert. Das heißt, ein Datensatz bestehend aus x Spalten steht mehr oder weniger in einem Stück drinnen. Bei In-Memory schaut das komplett anders aus. Hier werden die einzelnen Spalten genommen und zusammengelegt. Das heißt, wenn man jetzt eine Tabelle hat mit drei Spalten, ID, Vorname, Nachname, dann habe ich in Memory drei Bereiche, einen, in dem nur die ID stehen, einen, in dem nur die Vornamen stehen, einen, in dem nur die Nachnamen stehen. Was bringt mir das? Das bringt mir dann etwas, wenn ich gezielt nur bestimmte Sachen brauche. Wenn ich zum Beispiel wissen will, wie viele verschiedene Namen gibt es. Dann brauche ich auch wirklich nur die Namen lesen. Ich muss mich nicht um IDs und Vornamen kümmern. Ich lese einfach nur die Namen. Und auf diese Ebene wird dann auch komprimiert. Wie bei Oracle üblich, ist Komprimierung eher ein Deduplizieren. Das heißt, Oracle speichert zum Beispiel gleiche Nachnamen nur einmal in einem 1 Megabyte großen Unit und merkt sich dann, bei welchen Datensätzen das der Fall war. Das geht über Bitstrukturen, das heißt relativ effektiv. Zusätzlich gibt es noch eine Verwaltungsstruktur, die einerseits die Memory Units und welche Tabelle wo drin liegt verwaltet, andererseits auch einen Transaktionsbereich umfasst. Transaktionsbereich heißt was? Die Memory-Struktur ist wirklich nur in Memory. Die steht auf keiner Disk, die steht nirgends. Das ändert sich erst mit Oracle 12.2, wo dann Teile davon bei einer Exadata ins Flash Cache der Stelle ausgelagert werden können, aber aktuell eben nur in Memory. Wenn ich jetzt einen Datensatz ändere, passiert das auf einem normalen Weg. Es wird im Buffer Cache der Datensatz gesucht, wird dann entsprechend mit Rollback und Redo modifiziert und zu diesem Zeitpunkt wird diese Änderung auch in diesem Transaktionsbereich vermerkt. Im Zuge des Commits werden die Daten im normalen Buffer Cache committed und ein Hintergrundprozess sorgt dafür, dass im Memory-Bereich nachgezogen wird. Das bedeutet aber, dass es quasi kurz das Problem gibt, dass der Memory-Bereich nicht ganz aktuell ist mit dem Buffer Cache. Das ist kein Problem. Ab dem Zeitpunkt, wo die Änderung am Datensatz passiert, wird im Memory-Bereich diese Zeile, diese Row, als Dirty markiert. Das heißt, ein Zugriff auf In-Memory geht dann über den normalen Buffer Cache und schaut im Buffer Cache nach, was ist hier aktuell. Das heißt, es ist immer konsistent. Ich brauche hier keine Angst haben, dass hier das Falsches zurückkommt. Die Memory Units jetzt ein bisschen genauer angeschaut. Diese Memory Units sind, wie gesagt, 1 Megabyte groß und enthalten Spalten von Tabellen. Wenn eine Tabelle sehr groß ist, kann eine Memory Unit auch vielleicht nur eine Spalte enthalten und ich brauche dann entsprechend mehrere Memory Units, damit ich eben alle Daten der Tabelle hier aufnehmen kann. Zusätzlich speichert Oracle noch einige Informationen, beispielsweise die Min- und Max-Werte für die Werte, die in den Spalten drinstehen. Wo macht das dann Sinn? Wenn ich beispielsweise eine Abfrage habe auf eine Risk-Fact-Tabelle, die zeitlich gesammelt wird, so typische Umsätze-Tabelle, da kommen immer neue Umsätze dazu mit Datum und ich mache dann eine Abfrage, gebe mir die Umsätze aus einem bestimmten Zeitraum, dann macht es ja gar keinen Sinn, dass ich die Memory-Units, die davor waren, in den Jahren davor oder auch danach entstanden sind, zu lesen. Das heißt, Oracle merkt sich ganz genau mit diesen Min- und Max-Informationen, welche Wertebereiche kommen denn hier vor? Und bei einer entsprechenden Abfrage werden auch nur die Memory Units gelesen, die relevant sind. Das eignet sich ideal für Benchmarks, wo man ja, sehr extrem hohe Werte zeigen will. Ich brauche nur dafür sorgen, dass ich eben so eine Tabelle habe mit Fakten, zum Beispiel über die letzten 20 Jahre. Und ich mache dann eine Abfrage über einen Monat, sofern ich in der Basistabelle nicht mit Delete Sachen rausschmeiße und
dann wieder neue Einflüge, werden die in der Basistabelle sortiert sein. Das heißt, auch in der In-Memory-Struktur sind sie dann nach dem Datum sortiert. Und eine Abfrage auf einen Zeitbereich, zum Beispiel einen Monat oder ein Jahr, ist um Faktoren schneller, nämlich um hohe Faktoren schneller, als es relational jemals sein könnte. Wenn ich Änderungen an den Daten durchführe, passiert das ganz normal über das Wassercache, so wie schon besprochen, zusätzlich eben über einen Transaktionsbereich, auch für die In-Memory-Struktur, damit es hier kein Problem gibt. Auch schon erzählt, werden eben die Datensätze im CalumStore stale gesetzt, die gerade mit DML modifiziert werden. Und am Ende der Transaktion sorgen Hintergrundprozesse, wie Sie hier im Bild sehen, dafür, dass diese Transaktionen im CalumStore auch nachgezogen werden. Damit sehen wir auch schon einen möglichen Engpass im CalumStore. Tabellen, die sehr viel verändert werden, wo Dutzende, Hunderte Prozesse gleichzeitig darauf manipulieren, sind im CalumStore wahrscheinlich nicht gut aufgehoben. Begründung, wenn sehr viele dieser Datensätze auf Stale stehen, muss beim Lesen im CalumStore dauernd im Buffercache nachgeschaut werden. Das dauert in Summe länger, als würde man die Abfrage nur im CalumStore machen. Entschuldigung, nur im normalen Buffercache machen. Prozesse, die sich darum kümmern. Es gibt einen neuen Prozess, das ist der IMCO, der In-Memory-Koordinator-Prozess. Das ist quasi der Chef für die ganze In-Memory-Technologie. Und der benutzt andere Prozesse, die für das Laden der Daten und das Nachziehen der Transaktionen da sind. Das ist einerseits das Service Management Coordinator Process, der auch schon für Flashback Data Archiv und andere Funktionalitäten in OraGL verwendet wird. Und der bedient sich wiederum Worker-Prozesse, die im Fall von In-Memory eben zum Beispiel die Daten aus der normalen Tabelle, aus dem relationalen Design in den CalumStore zuerst kopieren beim ersten Zugriff und danach die Transaktionen nachziehen. Wo ist der CalumStore jetzt besonders schnell? Besonders schnell ist dann, wenn der Zugriff bei sehr großen Tabellen auf wenige Spalten basiert. Das heißt, ein Select-Stern von einer Tabelle ist mit Sicherheit über den CalumStore nicht effektiv. Effektiv sind aber zum Beispiel Abfragen, die man hat, wie gibt man den Umsatz für ein bestimmtes Produkt in einem bestimmten Zeitraum. Summen, Average, Group Buy. Hier spielt der CalumStore seine großen Vorteile aus. Group Buy. Speziell auch deswegen, weil die Daten im CalumStore auch schon deduplizierten und damit bis zu einem gewissen Grad vorgruppiert sind. Einschränkungen mit gleich, größer und kleiner, also sprich between idealerweise und in, sind sehr gut. Ideal eben für Data Warehouse, wo ich eben Fakt- und Dimensionstabellen habe, die entsprechend in Memory kombiniert werden. Die Frage, die immer wieder auftaucht, muss ich denn auch die Dimensionstabellen in Memory legen? Die Antwort ist, ja, weil gewisse Sachen wie Join funktionieren mit In-Memory-Tabelle versus In-Memory-Tabelle schneller, als wenn ich eine relationale Dimensionstabelle mit einer In-Memory-Tabelle verknüpfen würde. Es gibt eine kleine Einschränkung, sind zu wenig Datensätze in der Dimensionstabelle drinnen, dann wird Oracle diese nicht In-Memory laden. Das macht grundsätzlich nichts, weil wenn da wirklich nur ein paar Handvoll Datensätze drinstehen, beispielsweise Produktgruppen und Sie haben nur 5 oder 10 Produktgruppen, macht es wirklich keinen Sinn, hier nicht relational zu fahren, sondern das ist dann ein Block im Buffercache und viel weniger Aufwand kann man kaum mehr betreiben. Hier kenne ich Statements, die Potenzial haben für die Memory-Technologie, überall dort, wo ich Full-Table-Scans habe, Full-Index-Scans, Fast-Full-Index-Scans und Range-Scans über den großen Indexbereich. Das sind so typische Kandidaten, die mit der In-Memory-Technologie deutlich schneller werden können. Vorteil ist auch noch, durch diese In-Memory-Technologie brauche ich Indizes, die ausschließlich für Suchabfragen, für die Queries da sind, meistens nicht mehr. Das heißt, diese Indizes, die vorher Full-Table-Scans, Index-Scans und so weiter gehabt haben, kann ich eliminieren. Im Fall von Data Warehouse verwendet man typischerweise auch Bitmap-Indizes, damit beispielsweise Star-Joins effektiv funktionieren können. Diese Bitmap-Indizes brauche ich nicht mehr. Das heißt, mit dem In-Memory CalumStore kann ich die Bitmap-Indizes
problemlos löschen. Das erleichtert mir auch die Arbeit vom Datenladen, die ja speziell mit Bitmap-Indizes immer mühsam sind, weil ich ja immer nur eine Tabelle in ein Data Warehouse auf einmal laden oder ändern darf. Ja, hier ist eine kleine Aufstellung. Was kann ich oder was sollte ich denn machen? Primary Keys, Unique Keys, Foreign Keys belassen, wie sie sind. Indizes, die ausschließlich für Queries verwendet werden, weg. Bitmap-Indizes ebenfalls weg. Matrix Views muss man sich anschauen, vor allem wenn ich auch die Matrix View in Kalium Store lege, weil sie entsprechend groß ist, kann das geniale Performance-Vorteile bringen. Partitioning in Kombination mit eMemory, eine ideale Methode, um Platz zu sparen. Warum? Greife ich auf Partitions selten zu, brauche ich die auch nicht in Memory legen. Habe ich nur eine Tabelle ohne Partitions, wird die Tabelle ins Memory geladen, komplett, braucht sie mit unter Umständen Platz für Dinge, die mich aktuell nicht interessieren. Rack wird unterstützt. Empfehlung ist aber hier dringend, einen sehr schnellen Interconnect zu haben, größer gleich 10 Gigabit. Warum? Weil die Daten, die aus eMemory kommen, von den anderen Knoten über den Interconnect transferiert werden, damit die Performance nicht durch den Transfer über den Interconnect verloren geht. Sollte man hier dafür sorgen, dass der Interconnect entsprechend schnell ist. Klar, InfiniBand ist da sicher noch besser, aber auch mit 10 Gigabit erreicht man schon eine sehr gute Antwortzeit. Was bietet mir dann die 12c Release 2 Neues? Die 12c Release 2, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ist seit 4. März für Solaris und Linux downloadable. Das heißt, Sie können es jetzt schon, wenn Sie die Lizenz haben, jetzt schon installieren, ausprobieren, testen. Die Dinge, die dort gekommen sind, werden wir uns kurz anschauen. Das eine ist der Faster Join. Wenn ich Master und Detail, sprich Data Warehouse Dimension und Fact-Tabellen im Memory habe, habe jetzt die Möglichkeit, dass ich entsprechend Strukturen so optimieren kann, dass die Daten auch beieinander liegen. Wie kann man sich das vorstellen? Die Daten werden dann in der Memory-Struktur gruppiert, damit ich beim Join auch wirklich nur die Daten sehe, die ich brauche. Oracle sagt, das kostet in etwa, das bringt in etwa einen Faktor 10, wenn ich das vorher so vorgesehen habe. Join Grouping, das geht noch einen Schritt weiter. Hier habe ich die Möglichkeit, dass ich ein oder mehrere Spalten zusammenfasse. Das in dem Beispiel mache ich eine Join Group, die auf Vehicle und Sales geht. Vehicle ist die eine Tabelle, dort der Name, Sales ist die andere Tabelle, dort die Spalte. Was passiert jetzt? Oracle macht ein entsprechendes Hashing in Memory. Das heißt, beim Join wird hier noch schneller die jeweilige Referenz auf der anderen Seite gefunden. Das bringt mir auch einen Vorteil und die Daten in den Memory Units werden auch entsprechend so gruppiert, dass genau auf diesen Spalten, über die gejoint wird, schneller zugegriffen werden kann. In-Memory Expressions. Expressions gibt es schon seit einiger Zeit für normale Tabellen. Was sind Expressions? Das sind einfach Berechnungen, die ich auf dem Datensatz durchführe. Zum Beispiel Nettopreis und Steuern in Prozent. Dann kann ich mal ausrechnen, was der Bruttopreis ist. Wenn ich jetzt Abfragen auf den Bruttopreis mache, würde diese Spalte entsprechend bei einer relationalen Welt jedes Mal kalkuliert werden. Bei In-Memory würde das in Memory abgelegt werden. Das heißt, es gibt dann auch in Memory eine Spalte Bruttopreis. Abfragen auf den Bruttopreis sind dann mit der In-Memory-Option um Faktoren schneller. JSON war bis jetzt mit In-Memory nicht wirklich integriert. Oracle hat mit der Version 12c Release 2, 12c Release 2 JSON Queries in die In-Memory Funktionalität integriert. Das heißt, JSON soll bis zum 60 Mal schneller abgefragt werden können wie zuvor. Wir haben
im Beta-Test mit InMemory einiges getestet. JSON haben wir uns dabei nicht angeschaut. Das heißt, ich kann hier nur die Aussagen von Oracle wiedergeben. Für alle, die JSON verwenden, wird es mit Sicherheit einen merklichen Performance-Vorteil bringen. InMemory und Heatmap, das ist jetzt neu. Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, wenn ich Tabellen schon partitioniert habe, beispielsweise die Sales-Tabelle monatlich, dann habe ich unter Umständen nicht genug Memory, um sehr viele dieser Partitions in Memory zu behalten. Was macht jetzt einen Sinn? Automatisch festzustellen, auf welche dieser Partitions wird denn regelmäßig zugegriffen. Und das macht seit Oracle 12 die Heatmap. Heatmap funktioniert so, dass Oracle Zugriffe auf Objekte mitzählt. Das geht über eine Memory-Struktur. Es wird einfach geschaut, wie viele Zugriffe passieren, welche Art von Zugriffen sind das. Sind das DML, sind das Index-Zugriffe, sind das Full-Table-Scan-Zugriffe. Und die werden intern eben gezählt und abgespeichert und stehen dann für Policies, die damit etwas tun, zur Verfügung. Und das geht jetzt auch in Memory. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dass ich einerseits einmal die Heatmap aufschalte, dass ich dann auch in Memory für Heatmap enable, dann gibt es einen eigenen Parameter dafür, und dann definiere ich einfach eine Policy, was soll denn passieren. Beispielsweise, dass ich in Memory nach 30 Tagen, wo kein Zugriff mehr passiert, die entsprechend rausfallen lasse. Das heißt, es wird dann, werden dann entsprechend in Memory Units freigegeben und können für andere Sachen verwendet werden. Vorsicht, die Heatmap ist leider nicht gleich gratis mit dabei. Die gehört zu einem kostenpflichtigen Pack, dem Lifecycle Management Pack. Eines der Nachteile von InMemory in der 12c war, dass sie, wenn ich eine Data-Grad-Konfiguration hatte, nur auf der Primary Side funktioniert. Das heißt, meine DataGuard-Seite, meine Active DataGuard-Seite hat mir hier nicht helfen können. Das hat Oracle jetzt geändert. Ich kann Active DataGuard Standby-Datenbanken dazu nutzen, dass dort in Queries laufen, die auch in Memory nutzen. Das heißt, weitere Benefits für die Nutzung von Active DataGuard. Technologisch wurde es wie implementiert. Bei InMemory habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, dass die InMemory-Definition gilt dort, wo ein Service läuft. Und das Service sind die Datenbank-Services. In der Datenbank habe ich standardmäßig einen Service, das heißt, wie der Datenbankname. Ich kann weitere Services anlegen, die ich dann auch in ConnectStrings nutzen kann. Und ich muss nicht zwangsweise ConnectStrings haben mich darauf auf den ConnectString connecten, sondern es reicht zu sagen, überall dort, wo ein Service aktiv ist, dort möchte ich, dass es in Memory auch aktiv ist. Hänge ich jetzt beispielsweise auf das Service, das so heißt wie der Datenbankname, wäre in Memory sowohl auf der Primary aktiv, als auch dann auf Standby. Hänge ich es aber auf ein anderes Service, das ich beispielsweise auch für DataGuard selbst nutze, für DataGuard Broker nutze, dann würde es nur auf der Active DataGuard Seite zur Verfügung stehen. InMemory und Hardware, auch ein Schritt, den Oracle bei der Integration von der Hardware und der Software eingebaut hat. InMemory geht auf einer Exadata auch in Flash. Was bedeutet das? Dass diese InMemory Units, die auf einem Datenbankserver erzeugt werden, auch auf der Flash Storage von einer Exadata gespeichert werden können. Was heißt das? Sollte ich die Datenbank runterfahren und neu starten, habe ich bei InMemory das Thema, dass die Memory Units ja verloren gegangen sind durch das Runterfahren. Das heißt, die ersten Zugriffe bedeuten, dass die Managementprozesse und die Workerprozesse die InMemory Strukturen erst laden müssen. Daher dauert es nach dem Neustart immer eine gewisse Zeit, bis die InMemory Strukturen wieder vollständig geladen und performant sind. Da gibt es Queries dazu, wo man nachschauen kann, wie weit ist das schon und so weiter. Habe ich aber jetzt einen Extrata und nutze ich das entsprechende Feature, dann werden diese InMemory Units immer zurückgeschrieben ins Flash
dieser Storage fährt die Datenbank runter und starte ich sie wieder, werden diese Daten direkt aus dem Flash sofort wieder nachgeladen. Der Start der Instanz dauert zwar ein bisschen länger, weil er mehr Daten laden muss. Aufgrund von InfiniBand ist das sehr schnell. Wie schaut es mit der Spark aus? In-Memory in Silicon. Oracle hat hier optimiert, dass speziell die Joins auf einer Spark schneller erfolgen, wie auf vergleichbaren anderen Systemen. Und das zweite ist die In-Hardware-Decompression. Decompression, wie ich schon eingangs erwähnt habe, passiert großteils durch Deduplizierung. Das heißt, es werden hier die Pointer bei der Hardware-Decompression aufgelöst, so dass die Verarbeitung schneller geht. Ich kann bei In-Memory auch RJEF-Komprimierung einschalten. Wir werden die Parameter dann noch sehen. Bei der RJEF-Komprimierung wird auch wirklich komprimiert mit einer ZIP-Technologie und auch die ist in der Spark-CPU, in der CPU hinterlegt. Das heißt, das Dekomprimieren geht dann entsprechend noch schneller. Was sind die Vorteile von In-Memory gegenüber anderen Lösungen? Ist diese Marketing-Einschaltung. Ich habe nämlich diese Aussagen 1 zu 1 von Oracle Folien genommen. Der einzige Unterschied ist, ich habe sie auf Deutsch übersetzt. Was sind die Aussagen? In-Memory einschalten, für die Tabelle In-Memory aktivieren, fertig. Ja. Das zweite, Applikationsanpassungen keine, ausgenommen, dass ich vielleicht Indizes droppe. Funktionseinschränkungen keine, alle Features werden unterstützt. Migrationsaufwand keiner. Es ist in place machbar. Änderungen an Backup- und Recovery-Strategie keine. Stimmt das alles? Ja, das stimmt alles. Das ist kein Marketing, das ist wirklich so. Das heißt, die Implementierung von In-Memory, wenn man weiß, was man tut, POCs sind teilweise in einem Tag abgeschlossen. Wir haben einen POC gemacht, der war in 4 Stunden fertig mit einem SAP-BW, also mit einem Business Warehouse im SAP-Umfeld. In 4 Stunden. Denken Sie mal nach, wie lange eine Migration in Richtung HANA dauern wird. Das Schöne an der In-Memory-Technologie von Oracle ist, dass sie nahtlos integriert ist. Das heißt, jede Funktionalität, die ich habe, alles, was eine Applikation kann, kann ich mit In-Memory weiter nutzen. Es gibt hier keine Einschränkungen auf funktionaler Ebene. Wie führt man jetzt In-Memory richtig ein? Der erste Schritt, ich muss In-Memory konfigurieren. Und das ist der einzige unangenehme Schritt, wenn ich ein produktives Environment habe. Ich brauche dazu eine kurze Downtime. Hintergrund, dieser In-Memory-Bereich ist Teil der SGA und der ist im Moment noch nicht dynamisch. Das heißt, ich muss optional die SGA selber auch größer machen. Ich muss aber zumindest das In-Memory für In-Memory reservieren. Funktioniert erst, wenn die Datenbank auf kompatibel 12.1 oder höher läuft. Das heißt, diesen Parameter muss ich auch entsprechend setzen. Danach ein Shutdown und Startup und ich habe In-Memory aktiv. Welche Parameter gibt es zusätzlich zu der In-Memory Size, die wir schon kurz vorgestellt haben? Bei der In-Memory Size sind der Bereich für den Column Store und den Transaction Journal. Es gibt dann noch eine Einstellung In-Memory Force. Der steht auf Default, das heißt, überall dort, wo ich die Tabellen in Memory konfiguriert habe, wird in Memory verwendet. Möchte ich in Memory nicht mehr verwenden, brauche ich den Parameter nur auf Off setzen. Das heißt, damit schalte ich in Memory mit einem Schlag aus. Ich brauche die Datenbank auch nicht restarten, der ist dynamisch. Es wird halt der Platz für in Memory weiter reserviert. Ich kann ihn nicht für nichts anderes nutzen. Aber ich kann, wenn ich auf irgendein Problem auflaufe, mit einem Parameter zurückschalten auf Nicht-In-Memory-Technologie und habe hier kein Problem, keine Angst, dass ich jetzt größere Schwierigkeiten habe, wenn eine Applikation aus irgendeinem Grund mit In-Memory nicht harmoniert. In-Memory Max Population Servers, die Anzahl der Hintergrundprozesse, die sich mit In-Memory maximal beschäftigen dürfen. Wann trifft mich das? Meistens nach dem Starterinstanz, wenn ich die Instanz starte
und auf die Datenzugreife gehen die Hintergrundprozesse her und machen Full-Table-Scans auf die entsprechenden Tabellen oder Partitions, um das ins Memory zu laden. Das belastet einerseits die Storage und andererseits die CPU. Der Default dafür ist Anzahl der Cores halbe. Das heißt, wenn ich ein System mit beispielsweise 16 Cores habe, werden maximal 8 Prozesse defaultmäßig gestartet. Auch hier habe ich die Möglichkeit, das beliebig zu ändern. Ich kann die Anzahl der Prozesse reduzieren, ich kann die Anzahl der Prozesse erhöhen. Mehr wie ein Prozess pro Core macht allerdings wenig Sinn. In Memory Query steht defaultmäßig auf Enable. Das kann ich auf Session und auf Instance-Ebene disablen. Das ist der ideale Parameter, um die Performance-Unterschiede für Queries festzustellen. Das heißt, ich lasse meine Query normal laufen mit Memory Query equals disabled und schaue, okay, die Query braucht so und so lange. Dann schalte ich nur in meiner Session den Parameter in Memory Query auf Enable um, lasse die Query erneut laufen und sehe, um wie viel schneller bin ich denn damit. Der nächste Parameter gibt an, wie viel Prozent der Population Server aktuell genutzt wird. Das heißt, die Prozesse, die da populieren bei Memory, machen sonst auch Funktionalitäten. Zum Beispiel Flashback, Flashback-Archiv und einige andere. Und ich kann hier angeben, wie viel für Aktualisierungen, sprich für DML, im Memory-Bereich verwendet werden dürfen. Damit eben die anderen Funktionalitäten auch genug Ressourcen bekommen. Dann gibt es die In-Memory-Clause bei den Objekten. Default ist es keine Clause auf den Objekten hinterlegt. Das heißt, Tabellen haben von standardmäßig her keine In-Memory-Einstellungen. Ich kann mit Alter Table In-Memory dafür sorgen, dass die Tabelle für In-Memory zur Verfügung steht, ein Kandidat dafür ist. Und dann gibt es eine ganze Reihe von weiteren Parametern, die ich entsprechend setzen kann, abhängig davon, was möchte ich denn erreichen. Beispielsweise der Default, wenn ich die Tabelle auf In-Memory setze, ist Memcompress für Query Low. Das heißt, in Wirklichkeit folgt hier beim Komprimieren nur ein Deduplizieren der Werte innerhalb der 1 Megabyte großen Bereiche. Möchte ich sehr große Objekte in Memory bringen, die hauptsächlich gelesen werden, dann habe ich die Möglichkeit, das Memcompress for Capacity zu machen. Da wird dann zusätzlich auch komprimiert. Die Priorität gibt an, wie wichtig ist, dass diese Tabelle möglichst schnell in Memory kommt. Das heißt, ich kann die Tabellen priorisieren zwischen Low und Critical. Je höher dieser Wert ist, die werden sortierte Tabellen, das heißt die Startdatenbank. Es geht der Prozess her, Managerprozess her, schaut nach, welche Tabellen gehören in Memory, schaut, dass die Priorität, die Critical sind, werden zuerst gemacht, dann die High, dann die Medium, dann die Low. Sofern ich einen Rack habe, kann ich beim Rack auch noch sagen, wie die Memory-Strukturen distributiert werden, das heißt, wo liegt für wen welche In-Memory-Struktur. Das geht von überall, also Memory findet auf allen Instanzen für alle Objekte statt, bis zu bestimmte Subpartitions liegen auf bestimmten Instanzen. Optimizer in Memory Aware, Default ist True, das heißt, wird in Memory verwendet, darf der Optimizer das entsprechend auch nutzen. Auch hier habe ich eine Möglichkeit, dynamisch in Memory dann auch global abzuschalten, falls ich das aus irgendeinem Grund möchte. Beispiel, wie man Objekte auf In-Memory umstellt, lege ich ein Objekt an, dann kann ich das beim Anlegen schon sagen, Create Table In-Memory. Bestehende Objekte, Alter Table In-Memory. Für was geht das? Das geht für Tabellen und für M-Views. Indizes werden ja für In-Memory nicht benötigt, machen dort damit auch keinen Sinn, das heißt nur für Tabellen und Matterless Views. Ich kann mit den In-Memory Default Clause Default auch hinterlegen, was, wenn wir zurückschauen, das ist der da, was soll bei einer neu angelegten Tabelle die Einstellung für In-Memory sein. Selbstverständlich kann ich das für jede Tabelle, für jede InView dann auch noch übersteuern. Wenn ich hergehe und sage, ich möchte gewisse Spalten nicht
E-Mail drinnen haben. Beispielsweise Sie haben eine Tabelle mit Mitarbeitern. Die haben eben so Attribute wie First Name, Last Name, Salary, E-Mail-Adresse, was auch immer. Aber auch Spalten, die nur ganz selten benötigt werden. Beispielsweise der Lebenslauf oder andere Informationen zum Mitarbeiter, die Sie eher selten brauchen. Dann können Sie bei der Tabelle sagen, in Memory. No, also Sie können sagen, für welche Spalten Sie das in Memory nicht möchten, in dem Fall eben für den Lebenslauf. Bei partitionierten Tabellen kann ich in Memory auf Partition-Ebene einschalten und auch die Memcompress-Einstellung kann ich, wenn ich will, pro Partition ändern. Ein paar Beispiele, wie gut denn Komprimieren funktioniert. Wir haben einen POC mit SAP BW gemacht. Mehrere Tabellen, in Summe waren es knapp 10 Tabellen, die wir in den POC mit in-Memory konfiguriert haben. Das waren einfach nur ein paar Beispiele von einem, das 4 Spalten einen B-Log bestanden hat. Der war nicht wirklich gut komprimierbar. Die Spalten waren nur IDs und Binary Large Objects sind auch nicht wirklich komprimierbar. Auf der Disco 17 GB in Memory war er dann, egal was man eingestellt hat, 14 GB. Für andere Tabellen, wo eben viele Spalten waren, wo auch sehr viele Textspalten drinnen waren, die sind teilweise 1 zu 5, 1 zu 6 komprimierbar gewesen. Das heißt, hier hängt es wirklich massiv von den Daten ab, wie gut Komprimierung funktioniert. Und auch der Unterschied Query Low, Query High hängt eben davon ab, wie gut die Inhalte dann entsprechend deduplizieren und komprimieren sind. Wo kann ich mir das Ganze im laufenden Betrieb anschauen? Es gibt eine Reihe von Views, die alle mit V$IM beginnen, für In-Memory. Ich möchte mich jetzt nur auf die ersten 4 konzentrieren. Die IM-Segments zeigt mir an, welche Tabellen, welche Partitions sind denn jetzt In-Memory und welche Einstellungen haben sie. Das heißt, ich sehe dann auch, wie ist das zum Beispiel komprimiert. Mit den Underscore Details sehe ich noch ein paar Detailinformationen dazu. Im IAM User Segments sehe ich das nur für meine eigenen Tabellen. Das heißt, die Memory Strukturen von anderen Benutzern sehe ich dann nicht. Und auf Calium Level sehe ich auch, ob es irgendwelche Abweichungen gibt auf Spaltenebene. Das heißt, beispielsweise, dass Spalten ausgelassen worden sind. Wo kann man sonst noch nachsehen? Die In-Memory-Definitionen auf Tabellenebene, klarerweise in DBA Tables, bei M-Views klarerweise auf DBA M-Views oder entsprechend All- oder User-Ausprägungen davon. Es gibt auch Systemstatistiken, die alle mit IM beginnen. Das heißt, ich kann mir anschauen, beispielsweise, wie viele meiner Queries waren mit In-Memory-Scans. Es gibt in Fodder Systems-Daten natürlich auch die entsprechenden In-Memory-Statistiken, wo man das hier für diese ganze Instanz nachlesen kann. Und auch auf Vorder- Segmentstatistik sehe ich für die Objekte, die mit In-Memory liegen, entsprechende In-Memory-Statistiken, wie oft diese genutzt werden und so weiter. Das heißt, ich kann auch im laufenden Betrieb danach schauen, wie effektiv wird denn oder wie oft wird denn diese In-Memory-Struktur denn auch wirklich genutzt. Ein paar Queries, mit denen man sich In-Memory anschauen kann. Ich kann mir anschauen, welche Tabellen sind in Memory enabled, ob sie dann auch schon im Calium Store geladen sind. Diese Query hier mit Population Status zeigt mir, wie weit ist er denn schon mit dem Laden. Ist die Tabelle schon komplett in Memory oder noch nicht? Ja, da haben wir auch ein paar Details dazu, eben wie viel ist schon geladen in Prozent, beziehungsweise kann ich dann vergleichen, wie viel Platz brauche ich in Memory versus auf Disk, um eben hier abzuschätzen, wie groß der Platzverbrauch ist. Ich kann auch im Vorfeld mit DBMS Compression, Get Compression Ratio abschätzen lassen, wie gut das in Memory komprimiert wird. Aus unserer Erfahrung sind diese Werte nicht unbedingt ganz genau, weichen teilweise ab. Hier ein Beispiel. Execution Pläne und in Memory. Ich kann mir bei in Memory in Execution Pläne genau anschauen, beispielsweise hier Table Access in Memory Full, dass er eben Zugriffe gemacht hat. Ich sehe es auch bei Hash Joins, dass er das in Memory gemacht hat.
Mehr dazu geht sich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht aus. Beispiele aus der echten Welt. Wo schneidet die Memory gut ab und wo nicht ganz so gut? Ich habe hier einige Beispiele, wo man mit dem Memory sehr gut gewinnen kann. Beispielsweise Full-Table-Scans auf größere Tabellen, wo man auf der Disk relativ lange braucht. Nur im Buffer-Cache, also auf der Disk waren es, steht es da, steht nicht, nur im Buffer-Cache waren es 3 Sekunden. Im Memory war es dann ein Bruchteil davon, deutlich schneller. Dort, wo eben Full-Scans, Full-Fast-Full-Scans passieren, große Range-Scans passieren, dort wirkt sich das massiv aus. Speziell im klassischen Data Warehouse sind die Performance-Vorteile wirklich sehr, sehr groß. Anderes Beispiel mit Summen, die eben übers Buffer-Cache ca. 7 Sekunden gebraucht haben, mit dem Memory waren wir dann bei 70 Millisekunden. Das war bitte ein Beispiel, dass es nicht 1:1 aus der Praxis ist. Wir haben die Query nur so angepasst, dass eben hier ein Full drinnen steht, damit wir eben nicht Index versus in Memory, sondern Buffer Cache versus in Memory sehen. Hintergrund, die Zugriffe auf diese Tabelle sind beliebig, sprich es passieren nicht immer Summen, sondern beliebig und nicht immer gibt es passende Indizes. Wo schneidet die Memory nicht so gut ab? Sehr komplexe Queries, bei denen Daten aufgrund der Wehrklaus aussortiert werden und im Memory trotzdem alle EMCUs lesen muss. Das heißt, ich greife beispielsweise auf die gesamte Sales-Tabelle zu und mache eine Abfrage, egal in welchem Zeitraum, möchte ich wissen, wie viel pro Produktgruppe wurde denn verkauft. Hier müssen alle EMCUs gelesen werden. Hier schneidet es zwar immer noch gut ab, aber bei weitem nicht so gut, als könnte es. Also würde ich zum Beispiel nur auf einen bestimmten Zeitraum zugreifen. Wir haben auch im SAP BI-Bereich gesehen, wo Queries mit dem Memory Spur langsamer waren als ohne. Allerdings muss man sagen, dass overall im BI-Bereich von SAP bzw. im BW-Bereich von SAP die Performance teilweise um einen Faktor 20, 30 schneller geworden ist. Overall meine ich für die Queries, die wir wirklich getestet haben, das waren alle Queries, die länger gelaufen sind. Queries, die viele Spalten ausgeben oder verarbeiten müssen, sind mit dem Memory nicht zwingenderweise schneller. Queries, die aktuell sowieso nur im Millisekundenbereich laufen, werden mit dem Memory meistens auch nicht schneller werden. Beispielsweise Zugriff für Primary Key oder Foreign Key mit ist gleich, Entschuldigung, Unique Key mit ist gleich, das bringt keinen Vorteil, das ist relational im Normalfall immer schneller. Queries, die über sehr komplexe Indizes abgebildet werden können, Index über 10 Spalten, die mit Ascending, Descending genauso sind, wie es die Query braucht, sind teilweise mit E-Memory nicht schneller. Das war ein Beispiel auf beim BOC mit dem Rechner mit 16 GB Memory. Das ist ein Originalstatement vom Kunden. Mit Buffer Cache, Tabelle 3 GB groß, Buffer Cache 9 GB, braucht 80 Sekunden, no. Wir müssen Disk.io machen. Mit E-Memory braucht das Ganze 3,3 Sekunden. Warum? Es passt ins Memory rein. Jetzt kann man natürlich sagen, der Vergleich ist nicht fair. Ja, stimmt. Wenn ich das Buffer-Cache größer machen würde, wäre der Vergleich nicht so eklatant. Das Problem ist aber das Memory, das dem Kunden zur Verfügung stand. Er konnte nicht mehr wie 60 GB Memory nutzen, weil der Rechner hatte nicht mehr. Das heißt, mit dem vorhandenen Memory konnte man mit E-Memory einen deutlichen Performance-Sprung bekommen, Faktor 240 in dem Beispiel. Den hätte er mit mehr Buffer-Cache nicht erreicht, weil einfach der Server physisch zu wenig Memory hatte. Der wesentliche Vorteil für den Kunden war auch noch, er braucht keine Bitmap-Indizes mehr, das heißt das Laden der Tabellen und so weiter ist einfacher und schneller geworden. Ein POC mit SAP HR hat in Memory nichts gebracht. Warum? Die Query-Laufzeiten waren alle im Bereich von kleiner einer Millisekunde und die Verarbeitung hat fast nur im SAP Application Server stattgefunden. Das heißt, hier kann ich im besten Willen mit in Memory keinen Blumentopf gewinnen. Anders schaut das Ganze aus im SAP BI-Umfeld. Wir haben die drei Top-Queries vom Kunden genommen und haben die eben getestet. Oracle Marketing wird Folgendes sagen. Original sind wir von 2746 Sekunden für diese drei Queries auf 100 Sekunden runtergekommen. Warum? Die
Quellen waren so groß, und mit Indizes waren so groß, dass sie nicht ins Buffer-Cache der Instanz gepasst haben. Das heißt, wir haben viele Disk-IOs. Der Kunde wird sagen, von ca. 150 Sekunden auf 100 Sekunden, warum? Wenn man nur diese drei Queries mehrfach laufen gelassen hat, sprich das Buffer-Cache richtig aufgewärmt war, was immer noch ein Faktor 15 im Vergleich. Ja, wenn man jetzt ganz fair spielen will und sagt, okay, wenn ich in-Memory teste, will ich es auch mit in-Memory vergleichen. Wir haben testweise das Buffer-Cache groß genug gemacht, dass die Objekte ins Memory passen. Dann war der Effekt nur noch statt 380 Sekunden 100 Sekunden. Ja. Dieser Test ist jetzt Memory mit Memory verglichen. Circa ein Faktor 4. Das ist schon nicht schlecht. Wenn man aber jetzt realistisch ist, man wird nicht immer das ja so groß machen können, dass alles reinpasst, dann ist die Wahrheit irgendwo in dem Bereich zwischen Kunden, würde ich sagen, und wir würden sagen, also in etwa 10, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Weil man viel Memory, weniger Memory in Summe zur Verfügung stellen muss, als für einen entsprechend großen Buffer-Cache, der das gleiche bietet. Ein paar Tests mit selbstgeschriebenen Queries auf diese Strukturen. Was kommt raus? Ja, Sie sehen, nicht überall ist jetzt in Memory schneller. Ja. Warum? Wenn das Buffer-Cache groß genug ist und man entsprechende Indizes hat, dann kann zum Beispiel ein Countstern auch über den Primary Key abgelöst werden. Wenn man aber jetzt die Indizes, die man nicht braucht, droppt, ist man wirklich an Faktoren schneller. Und das Beispiel zieht sich durch. In den meisten Fällen ist die Memory deutlich schneller oder zumindest merklich schneller. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel diese hier. Na, da war in Memory eine Spur langsamer. Vergleich mit HANA, und damit sind wir dann auch gleich am Ende. Streit zwischen Oracle und SAP in dem Bereich ist eh schon fast legendär. Es gibt von Oracle eine Aussage, in Memory versus SAP HANA. Es gibt von SAP eine Aussage, SAP HANA Factsheet. Wir haben versucht, diese beiden Aussagen hier so ein bisschen aus DBA-Sicht aufzustellen. Und das möchte ich Ihnen hier ausdrucksweise zeigen. Was sind so die Anforderungen, die viele Firmen haben? Ist möglichst transparent, wenn ich etwas ändere, ich will die Applikation nicht anpassen müssen. Ich will keine spezielle Hardware kaufen müssen. Ich will mit der Hardware nicht weiterarbeiten können. Es soll keine neuen Probleme für DBAs und Developer geben. Die Verfügbarkeit soll hoch sein. Aber wenn man sich das anschaut, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gewinnt Oracle mit in-Memory. Applikationen sind transparent. Ich brauche mehr Memory, aber keine spezielle Hardware. Ich muss praktisch nichts ändern. Der DBA muss lediglich in-Memory konfigurieren und ich kann mit den bekannten Technologien wie RAC, DataGuard und Co. hier gewinnen. Wenn man Richtung SAP HANA geht, muss man sehr viel anpassen, neu schreiben, ändern. Ich muss neu lernen, weil SAP HANA komplett anders zu bedienen ist. Braucht spezielle Hardware, hat spezielle Anforderungen. Die H-Funktionalitäten von SAP HANA waren anfangs, wie Folien entstanden sind, noch schlechter wie jetzt, sind aber auch noch nicht so gut wie bei Oracle. Das heißt, hier gewinnt die In-Memory-Technologie von Oracle mit Sicherheit. Ja, das ist, die Memory ist inzwischen zertifiziert, auch für SAP-Umgebungen. Zusammenfassung, und damit sind wir dann am Ende. In-Memory kann sehr viel bringen. Wir haben teilweise einen Faktor über 1000 erreicht. Im SAP-BI-Umfeld war es ein Faktor 14, je nachdem, wie man es rechnet. Im Data Warehouse-Bereich haben wir Faktoren von über 50 gehabt für typische Queries. Das Thema, das sehr oft ein Streitpunkt zwischen Entwicklern und DBAs ist, nämlich welche Indizes brauche ich wirklich, wird mit In-Memory meistens egalisiert, weil ich die Indizes mehr brauche. Ja, und damit möchte ich beenden. Ich habe ein bisschen überzogen, entschuldigen Sie. Letzte Folie. Wir haben nächste Woche eine Veranstaltung in Wien, wo wir viele Themen von Self-Managing Database bis Oracle 12C Release 2 und PNFS behandeln werden. Falls Sie Interesse haben, schauen Sie es bei uns auf der Homepage an. Ich würde mich freuen, wenn noch jemand kommen wird. Ja, vielen Dank, Herr Pfundner.
für die interessante Präsentation. Wir würden dann mit der Fragerunde starten. Vorab, ich habe jetzt von zwei Teilnehmern das Feedback bekommen, dass die Lautstärke etwas geschwankt hat und der Ton nicht so gut war. Wenn noch weitere Teilnehmer in der Hinsicht Probleme hatten, würde ich jetzt in der Zwischenzeit noch um ein Handzeichen bitten. Ansonsten können jetzt gerne die ersten Fragen gestellt werden. Dafür bitte das Fragenfenster nutzen und diese dort eintragen. Dann würde ich die vorlesen. Wir haben die erste Frage. Was ist in der SE2 möglich? Standard Edition. Standard Edition geht nicht. eMemory ist eine Enterprise-Option. Das heißt, die eMemory-Funktionalität brauche ich eine Enterprise Edition plus die eMemory-Option. Weitere Fragen? Aktuell sehe ich noch nichts. Noch ist die Chance. Alle Fragen schon geklärt. Falls Sie noch Fragen haben sollten und die später einfallen, Sie können mir dies auch gerne direkt zukommen lassen. Meine E-Mail-Adresse ist cesarpaula.cp@dbmasters.at. Mit Ausnahme von nächster Woche Dienstag, wo wir unsere Veranstaltung haben, beantworte ich Fragen mit E-Mail typischerweise relativ zügig. Das heißt, wenn noch eine Frage auftauchen sollte, würde ich mich freuen, wenn Sie mir die einfach zuschicken und ich beantworte sie Ihnen dann. Alles klar. Gut, dann vielen Dank, Herr Pfundner. Noch ein paar Hinweise zu kommenden Veranstaltungen. Am 22.03. präsentiert die DUAG den Database Day. Am 10. Mai findet ein Expertenseminar mit Dr. Thomas Petrick statt zum Thema die Arbeit des DBA im virtuellen Umfeld. Am 12.05. gibt es ein weiteres Webinar mit dem Titel DB Visit Standby Version 8. Und am 30. bis 31. Mai findet unsere Datenbankkonferenz statt. Anmeldungen sind noch möglich. Gut, dann bedanke ich mich bei allen. Vielen Dank, Herr Pfundner, für die Präsentation. Und dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Danke ebenfalls. Auf Wiedersehen.